So, meine lieben Leute, willkommen zum Kenui-Schrein. Dieser Schrein befindet sich auf dem Weg ins Gerudo-Tal bzw. in die Gerudo-Wüste. Das ist insgesamt südwestlich von Gesamt-Tirol und wir springen einfach mal direkt ins Geschehen. Nein, hier gibt es eine Neuerung und zwar kann man hier Schaltkreise schließen. Das haben wir gerade mal getan und damit geht auch die erste Tür auf. Weiter in den nächsten Raum erwartet uns eine ähnliche Aufgabe, besser gesagt fast die gleiche Aufgabe. Der Block verhindert, dass wir auf die andere Seite rüber können. Links fehlt eine Kugel, diese finden wir auf der rechten Seite. Dann nehmen wir uns einen Pfeil, schießen diese runter. Die Kugeln sind übrigens magnetisch, das heißt, wir können sie auch mit unseren Magneten transportieren. Werde ich gleich mal zur Demonstration an der linken Seite hier machen. Also, das geht so auch für zukünftige Dungeons. Ja, der Block fällt jetzt hier runter. Und ebnet uns sozusagen den Weg zur Kiste. In der sich der kleine Schlüssel befindet. So. Jetzt machen wir uns eben auf den Rückweg. Und öffnen hier links die Tür. Wo uns ein Gegner erwartet, den wir immer schnell killen. Tja, manchmal geht auch das Schwert kaputt. Gut, dass er daneben haut. Können wir gleich die Teile einsammeln. So. Angekommen in diesem Raum geht es darum, einen Stromkreis zu schließen. Und zwar seht ihr auf der linken Seite die beiden Blöcke. Die sind dicht beieinander, um den Stromkreis zu schließen, sodass die linke Lampe leuchtet. Es geht jetzt nun darum, das gleiche auf der rechten Seite zu machen. Dazu schnappen wir uns erst einmal diesen Block, schieben ihn etwas weiter in die Mitte, lassen diesen fallen, heben dann den rechten Block auf, schieben ihn wiederum auch weiter in die Mitte und lassen diesen fallen, so dass der Stromkreis sich schließt, die Lampe fängt an zu leuchten und uns wird der Weg geebnet. An dieser Stelle noch nicht das Abzeichen einsammeln, sondern es befindet sich noch hinter uns eine Kiste. Diese ist auch magnetisch. Können wir eben einfach mal runterholen, abstellen und einsammeln. Und wir erhalten ein Gerudo-Messer. Ich habe leider keinen Platz mehr in den Taschen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Und wir gehen weiter zum Abzeichen und sammeln dies ein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen mit meinem kleinen Video. Hoffe, ihr lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Sky.